Schengen loont, mijn vriend, dat is hier temperen mate bij RSC, de Focha Kenya. Schijn dat je door zijn. We vragen ons voor jullie commentaren, van je van ons beden. Die zijn zeer geïnteresseerd aan dat wat passiert, ook die die we hier aanroepen in RSC en zeggen, wie weet wem die heeft wat beleefd, wat die hier zijn zeugnis hier, of wat Emma. Al zijn zaken interesseren ons hier zeer. Vandaar heb ik hier een bijzonder gast, Angelo. Dat zijn Brittany en Jason Hoda van Alita. Welkom hier. Dankjewel. Dankjewel dat jullie den wieden wasje gemaakt hebben. Kun je jezelf een beetje voorstellen? Ik zie Jason Hoda. Mijn ouders zijn hier in Alvine Hoda van Lolita. Oké. Ik zie in Canada geboren en zijn dan. Over de jaren was ik ging weer nog hier in Paro getrokken. En dan hebben we dan de eerste 10 jaar waren hier gewoond. Ja. Oké. Okay. En Brittany? Ik zie in de vroeg. We gaan dan reikt hij ook met mijn ouderen, Reinhold en Helga Funk. Misschien ook Reinhold worden een eindje vlecht gaan. We zijn dan ook van Canada naar Paro getrokken als ik voor jaar oud weer. Aha. En die dan in Paro Lolita opgewassen. En had ons dan ook 2008 bevriend, zijn nu 9 jaar. Mm-hmm. Die gaan 3 kinderen, 2 meisjes en 1 jong en het 4e champelt. Asselonja weet. Asselonja weet. Schijn, ja. Goed dat je gekomen bent, een fijne familie. En ik heb je hier toch als veel interessanter wat in jullie leven passiert is. Een deel willen we daarvan ook hier. Ja, je moet een korte tijd hier. We maken een korte pauze en dan spreken we erover. Voet zijn we wel door. Ja, dat is de terreinmate bij RSC. En hier zijn we vandaag met Brittany en Jason. En Kappel zei ze op einzige steht, op andere zei ze Eierpoor. Fotische Spruch haft ihr auch noch, je nachdem, wo ihr jens und mit verschiedenen Wirt auch dazwischen. Ja. Du, wo habt ihr in Mulchane gelehrt, Jason? Wir sind einmal in einer Klasse gewesen. Ach ja? Ja. Von klein an. Dat wären in Kanada noch oder hier in Paraguay? Hier. Erste Klasse Darbschule. Ah, also ihr wären beide in erste Klasse Darbschule hier in Paraguay? Ja. Okay. Zo, dan heb je zin, waar moet zij als Tsjenja ook al verleefd, of is dat iets later? Tweede klas. Ook, en weet je, wie weer verleefd, of wie weer ons dal, zo doet het wel weer. Oké, dan weer ergens wat ontraakt. Ja, ja, allemaal zo, zo. Ja, dat is heel interessant. En hoe weet je dan te schuil? Ik denk bij novena. Mm-hmm. Nee, dan trok hij in elkaar en dan dacht ik dat doe we dan je was. Ja. Maar best 2 jaar dan wie training. Ja. Wat was je in Canada? Nou, mijn ouders wilden door gaan trekken en die had je nog dat verrijk niet mee te nemen. Ah, ja. Ben je daar? Ja, zo. En du konst aber niet vergeten, of wat? Dat sowieso niet. Cellphone heb je niet? No. Kein Kontakt. Kein Kontakt. No. Wofür Jahr wirst du dann da sitzen? 1 Jahr und 7 Monate. Das ist nicht so lang. Das wird sehr lang oder nicht so lang? Das wäre ich nicht so lang. Aber dann für dich? Ja. Wie ist Ferien wie ihr verläuft, also? Ja. Okay. Und dann kommst du drin. Und dann irgendwann traf ich irgendwas? Dat we over maar een jaar later, niet? Ja, zo wat. Mm-hmm. Even een jaar later. Ja, hoe dat waarlijk was aan aanvang. Ja. En dan heb je hem bevriend? Ja. En jaar, meestal jaar, wordt we dan smarter, niet? Mm-hmm.
Ja, en dan bevrijden we ons ook al. Zo. Leid wat op ons alleen, ja? Ja. Nou ja, dat is het zijn. Je bent een leidje voor. Wo woon je? Hè? Nu wonen we in Lechtenau. We hebben door een wirtschaft gekauft. Dat wat we allemaal hebben wilden. Dat is dan nu zo weit gekommen. Ah, oké. Also Akari, oder wat? Oder Feitzucht? Malje. Entschuldigung. Malje, ja. Oké, okay. Nou ja, dat Malje is ja ook een zaak waar man eindelijk jeden dag moet dabei zijn, ja? Zie. Auf reiner en ich. Auf reiner en ich, ja? Fijn het familieleven. Ja? Voor Tia is het ideaal. Ja? Ja. Oké. Okay. Want veel ruimte om zich te hebben. Aha. Na ja, dat stimmt. Der Hafen ist groß, ich fütze den Oba dran. Ne? Ja. Und als Sie befriedet sind, also sind Sie von dann an einmal hier gewesen oder sind Sie nochmal wieder getragen? Wir waren ein Jahr in Lolita. Ja. Sei das Piano in Recht hier, sei es Italiener Piano lehren. Aha. Und ich habe dann eine Malterie, aber dann entschleit wie mal. Nur Kanada tragen. Na, ich den soll. Okay, ja. Also, das hört sich mir so ein bisschen auf den Dolje tragen. Ja? Ja, Dolje ja. Bohren hier, dann mit den Eltern, mit drei Wochen. Na, was sagt ihr da? Wahrlich wollen wir mal einmal von hier weg. Ja. Und mal. Ans Innenstechen. Mal ans Innenstechen. Vor ja, mal in Sand fangen von. Von Wort aus. Im Sand vom Leben, oder? Ja, im Sand vom Leben, fing ich. Aha. Und als wir da dann entsteht wieder, dann dacht uns das ab, wer geht wieder ein paar weibliche Haut holen. Wirklich? Ja. Also viele Menschen denken hier, dass man dort etwas besser haben als hier. Ja. Ja, das geht hier um Dutzende Dollar und hier am paar Baronien. Aber doch, wenn eine Familie hier ist, dann fehlt du was. Dann allein da sein. Klar hast du dir früh du, aber du fehlt immer was. Mhm. Wenn Weihnachten kommt, das lade ich. Du bleibst allein zu sein. Ich habe mal, also ich habe einen Bekannten, der wir in Spanien, aber er hat einen großen Fehler begonnen ohne seine Familie da. Mhm. Also seine Freundchen wären hier. Und er kocht hier und er sagt, er hat nie einen schmackigen Eter gemacht. Alles das Beste. Mhm. Sich Hanje sagt, dann wäre aber bald schlupe Jungen. Hat nicht geht. Hat nicht eten können, weil es der Familie nicht tut. Ja. Also, die Familie ist doch viel wichtiger noch als Geld und vielleicht das Schenken, gewisse Sachen schenken. Ja. Ja. Dann kommen wir einfach weiter. Ja. Mhm. Ich schaue dann für meinen Schwäber. Egon Alfred, weil ich mich aus dem Kern. Ja, im Kern. Ja. Von dem habe ich dann lange geschafft, vorher ja. Ja. Was wir dann die Wirtschaft kaufte, ja. Mhm. Auch als Elektrizista schaffte ich dann. Ah, Elektrizista? Ja. Also die hat das schon mit Elektrizität geschaffen? Von klein an. Das kann manchmal auch gefährlich sein, ja? Ja, aber ja. Man war auch immer gleich alt, ja, mit allem, ja. Ja. Also mit dem Strom, der. Bitte ganz hastig, ja. Ja. Hat man nicht Zeit mehr allein. No. Ich weiß, dass du was erlebt hast. Wir machen über eine Karte Pause machen. Mhm. Und die Pause sieht sehr nicht schwierig, dass du uns mal vertellst, wo die dort so als Elektrizist ergonen ist. Ja. Und woran du nun war, bei Meilenstall bist, oder da angekommen bist. Ich glaube, meist alle Menschen haben von heute und Tag irgends ein Erlebnis mit Strom geholt. Ja? Viele sind gut, weil wir uns freuen, dass wir Licht haben. Keine Nüte weit, weil es Strom da ist und so wieder. Hat viel Geld gebraucht, aber manch einer hat auch an dem anderen einen von dem Kabel zu Hause gekriegt. Und es ist eingeworden, dass das auch kein schlechter Fall gehabt hat. Ja, also ich werde darauf eingehen, Jason, Karte Pause für Jüntag. Und dann sind wir da und reden hier wieder mit Brittany Jason.
Temteren Mate, hier bij RSS. Schijn dat je het was. Hier zijn Brittany en Jason Huada. En hij zit voor een bolskrijg met een stroom. Die had verteld dat de elektricist daar weer heeft. Die man verschillende ervaringen met. Hoe heeft het die op die arbeid met als elektricist? Dat je het kunt. Dat je ver herschijnen, moet ik zeggen, als dat. Dort bleibt meine Arbeit wie, nicht nach Wirtschaften. Aha. Aber der Idee wie auch. Hast du modelliert oder hast du das no. selbst gelernt? Da habe ich alles, was ich wollte, ist von meinen Schuhen. Von Egon. Ah, von den Schuhen? Ja. Mich interessiert das sehr. Und das von mir, wie es dir gebracht hat. Und du hast aufgecheckt? Ja. Okay. Und irgendwann gab es mal eine schwierige Situation. Ja. Wo wird das? Das wir am 29. September, feiert Jahr 2017. Aha. Dann ein Scheiner da, ein Faller da, so ein Fallgeplunder da. Ja. Weil fehlt einer den da. Ja. Da hat mich einer gefragt, nur fängt es nicht an, über den Gasbüh, weil an einer anderen Kante Gas, weil er ein kleines Häuschen hat und du brauchst den Strom. Ja. Und wenn ich dann in dem Moment Lernen besorgen will für die Usina, dann hatte ich auch die Gelegenheit, den Strom aufzuschalten, den Lernen. Und ich hatte auch die Lichtspannung. Ja. So, ich schalte den Lernen auf, wenn du willst, ich eine andere Lernen überleihen. Ja. Trage den Lernen über den Gas und hat mit dem coolen Kabel, das ist ein einzelner Begann, einzelner Kohle. Ja. Dem Kohlen sehr viel aufgewickelt, wenn ich will, dem ihre Leichtspannung immer in den Raum nehmen. Aha. Und denkt doch nicht an, dass man uns können Hecher an der Mädelspannung nachschieben. Eieieiei. Und du sind an der Lehne 13.200 Volt und fast an der Lehne 23.000 Volt. Ja. So ich trage diese Lehne hier stief, nehme diese Lehne und alle Überschlags und dann wird alles fast. Und ich denke dran alles. Alles. Ich kicke vielleicht im Wach, ich kicke nach dem Pool und denke, wo will ich hiervon loskommen? Und da komme ich einfach zu dem Entschluss, dass mein letzter Tag, wo ich überhaupt hier bin, dort wird nicht leicht zu denken, meine Frühthüse mit drei Kindern, dass ich hier weiß, nur dem einmal zu sagen, ich gehe hier weg, fertig. Ja. Und kurz als ich dort dem Fried fange, dass ich war hier gehen, dann denke ich noch, wenn meine Hänge eine Hechtheide und ich über Rig von 5,5 Meter rauffall. Ja. Und dort eng wie ich ut, du wie ich fertig. Wie der Hauptschalter raufgegangen? Der wird aufgeschaltet. Ja. Und als ich bei ihr abkomme, dann dachte ich, bloß, ich kann meinen Körper nicht sperren. Da wie es war, ich mit meinem Körper geduld bin. Ich kann sperren, wenn nachher mein Puls anfängt los zu gehen. Ja. Und ich kann sperren, wenn ich anfange zu atmen. Und ich kann noch nicht hoch sperren, sonst verhör ich. Ich kann nicht blinken, nada. Ja. Ich löse bloß, Jesus wird mir bald holen. Und ich komme nicht. Ja. Und dann, als ich so viel Luft habe, ich wusste, der Onkel stand unge. Meine erste Angst war, dass der wird auch dort sein. Ja. Wenn es der Held der andere lernt. Ja. Und der Kabel ist nicht ausgesagt für den Volt, der lädt ab. Ja. Und der soll noch viel Dollar gekriegt haben als ich, wenn es den Erdgrund. Ja. Und der hat nichts gekriegt. Nada. Der hat gesagt, wenn ich Tape holt, dem Kabel lässt. Nada. Also mal ein Wunder. Ja. Und dass du das vertellen kannst, das ist auch noch ein Wunder. Ja. ein schönes Lachen, ja? Ja, ja. Aber in dem Moment, als ich befehle Menschen, dort der letzte Moment auch gewesen. Ja. Und viele Menschen sind dabei gestorben. Ja. Das muss man hier sagen. Und so eine, die so eine Familie Mitglied haben, dort dabei gestorben ist, für den ist das nicht im Lachen. Ja. Und das ist etwas sehr trügig, ja. Ja. Und wo ging es dann wieder, dass du irgendwie... Als ich dann einmal Luft hatte, ja. dann rief ich, komm, halt mich. Das ist alles, was ich rüttere. Nicht laut,
En die kwam niet. Mm-hmm. En ik had zo'n vrede op hier. En waarlijk had ik twijfelde. Waar ik ben rapper of waar ik niet. Ik kon hier bij waar. Ja. En ik, schließlich, ik rap hem. Kom, help me. Ten tweede man, kom, help me. En dan, irgendwann, dan kwam hij dan. Jo, dat we zo opgeregen. Dat we een onkel Johan Jiesbrecht. Der probeert mij dan aan te rechten. Ik weer ganz schlapp. Ja. Ik kon nog steunen. Mm-hmm. En dat deed mij niet goed. Ik kon dan een moment, ik kon ademen en mijn pols ging. Sonst kon ik niet sperren. Ja. En dan zei ik dan bloß, laat mij liggen en find mijn vrouw. Mm-hmm. En dan vond ik mijn vrouw niet. Zo zei ik mijn vrouw en find hem. Ja. En dat... Also dat konst je? Dat ja, 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 ik ben ganz klar. Aha. Ganz klar. Ja. En toen ben ik signaal, dat hij zich malen kon. Ja. Zo, zei ik voor de hul, ik wil me heel weit. Mm-hmm. En ik ben zo ruhig, normaal, ik weet niet, als je mijn bal in een boekje gereden hebt. Als je dan niet loopt, dan heb je in paniek. Ja. Je was wind gaan. Ja. En dat weet ik niet zo. Ik had mal een operatie erlebt. Ik weid ab van een narcose en kon niet ademen. Mm-hmm. Und dann fangen die an zu schreien und damit zu kämpfen, wollen wir in Intensivstation und so, ja. Weil diese Sekunde, das ist schrecklich. Ja. Und ich kann nicht laufen. Ja. Und der Tänche dort, ja. Aber ich kann nicht laufen. Und ich hatte keine Panik. Keine. Absolut keine. Und schließlich habe ich an den Haus. Aber da hat dann der Engel Gottes gestorben. Ganz, ganz klar. En hij ran naar een huis voor mijn vrouw dan holen. Ja. En dan kwam er bij het moment dat als hij weg ging, dan had ik je bed. Op Lüdes. Mm. De Lüdes ik kan. Herr, du bist allmächtig. Du hast mij dort van der Au en nu gewesen. Waren dort niet wir, würde ik nu niet leven. En ik dank die dat ik dit erleben had durven. Aber wenn ich von der Aufwand hier gehen soll, dann will ich kommen. Aber wenn ich hier bleiben soll, ich brauche Hilfe. Ja. Wenn es meine Frau wird kommen, die ist schwanger, mhm. Dann wird ich so abreden. Mhm. Und das geht nicht 10 Sekunden, dann werde ich mich selbst anrechten. Ganz. Also vorher konntest du nicht? Ich kann nicht. Und nur den Beden konntest du dir anrechten? Dann werde ich mich selbst anrechten, steif, dass wir alle schlafen, ja. Aber ich steif mich selbst auf. Ich kann sagen. Ich habe mich einmal, als ich lach, habe ich mich einmal aus einer Leiche, wo man mal sei, zu seinen gekriegt. Weiß ich nicht. Also wirst du bitte den Charber, ja. Dass du die Seine kannst. Ja. Ja. Das sagt man seinen Menschen, die ab der Grenze ankommen, die Seine sich aber einmal liegen. Ja, und dort wie ja. Du, in Brittany, wo wird das für dich? Dort, ich hier dem Knoll, krieg dann auch, dass das passiert war. Ah, wie das dich passiert? Dort wie ungefähr 300 Meter auf. Ah, ja. Von uns Tisch, ja. Ich gehe Tisch. Und. Eine Pumprandung einmal. Ja, streben wir einmal für ein paar Sekunden ändern, für ein, zwei vielleicht. Ja. Ich möchte mir sonst nicht viel Gedanken darüber, wenn ich sehe, dass die Wand, dass man einmal, wenn man eine Zeitung dann merkt, oder was, wenn man einen Fuß rüttelt, dann der knallt man einmal ein. Das hier die eigentlich auch ein bisschen, wenn der Kamionreif abdauert, dann wird es wieder auf. Also, ja. Ich möchte mir wieder nicht viel darüber. Plus, als dat oder is de steu am Hafen abkomen en piept en piept en ohne piept, dan rand ik dan doorheen. En dan zag ik de onkel plus, was mijn mat voor het is voor euch lijkt. Mm. En ik vroeg plus met wat en hij zit om stroom en ik vroeg, leeft hij nog? En ja, ik leef hij zit joh. Allemaal gaan. En van toen weer ging dat zo abusig al. Ja. Ja. Also, en dan komen ze in die. In, ja. Und in dem Moment sollst du auch. Sollte ich, ja. In dem Moment kannst du auch sagen, ja. Ja. Aber es ist, du fährst im Programm, du weißt, also du wirst restlich vom Strom verbrannt. Also ja. Das hier schießt jetzt wieder. Ja. Ja. Wir wollen eine kurze Pause machen, und nur eine Pause. Willst du das, weil ich dich nicht unterbreche, das ist ein ganz wichtiger Teil, wo ich mal wollte, dann. Wo sie das Ende geworden sind, was alles passiert ist. Ja. Jetzt in dem Moment, wir bloß leben. Ja. Wir noch nicht, was dir alles passiert wird. Ja. Bloß du lebst und kannst setzen. Mhm. Ja, und deine Frau kommt in dem Moment an, was passiert dann wieder?
Ich mache eine kurze Pause und dann verteilt Jason uns. So, schön, ja, das ist Tim Terrenmatte, wie TV-Check Kenya. Ich weiß, die Seite, du hast es auf Note, weil es das sehr, sehr interessant, bewegend, was Jason und Brittany hier uns verteilen. Wo ging das dann wieder? Als Brittany nicht die kommt, die kommt nach Mosette von dem Stromschock, brachte sie im Krankenhaus oder wo ging das da wieder? Wir probierten dann kurz die Ambulance anzurufen. Dat deed alle niet. Ze zei, mijn vrouw wat mij vieren. En wens de onkel weer zo opgericht. Dat we familie weer afvallen. Ja, de familie weer het eindelijk zeggen dat mijn vrouw mij vieren wil. En we hadden het chant, we hadden een klein Savero. Die kwam zo sterk voor. Ja. En zij had hem lepel aan de bodem, gans. Ja. En dat ging 120. En mij als dat wilde niet. Dat deed bloes niet. En dat weer mooi om asfalt. Wie de verheid schreef wie de 100. Stoot je dat deed bloes niet. Ja. En de her weer een probleem, een ander probleem, maar ja. Dat kwam krijg te dat moment. Ja. Ze, we voeren dan een kraanhuis. De myocomido voedt een hardtest. De ambulance kwam bij het heen. Ah ja, de ambulance kwam bij het heen. Ja. Ja. Hier, wij is nog nooit en de kwam bij het heen. Ja. Loodde hem dan aan. Ik voel hem dan weer heen. Hij checkte mijn voet in de fout. Ja. Het is normaal, je hebt streem daar. Ja. De eet, ja. Ja. En dat pas weer daar mijn been gekomen. Ah ja. Ik had een gebied daar mijn been streem gegeven. Op een lijn. Aha. Doe weer fijne lagen aan je brand. Lagen? Ja. De zagen, de streem kwam na en brandt eruit. Ja. Nicht von Wüte gebrannt. Ja. Also meine Verbrennungen wären von Bern rüt. Oh, du wirst verbrennt von Bern? Ja. Nein, von Bern nicht. Dort wird ein Kreis. Also der Lascher wäre Wüte. Der wäre Wüte. Wo der Strom rüt da wäre. Ja. Okay. Ja. Und normal sollen wir die Organe versagt haben. Ja. Und da wenig. Und ich sage, steht das Hort, ja? Ja. Und der Myoko-Hort-Test, dann seht ihr, an dem Test dann wird die Bass, ist alles fein. En dan deden die mij op een intensiefstuf naar Versuchshalber, einmal ja. De nieren als te beobachten. Die werden niet verbrand? Nada, dat schoof alle 100%. Dan zei een dokter te mij ook, dat du leeft is ärztlich niet te erklären. Dat is amelig, dat du van anderen ziet dat du leven is. Boah. Ja, als... Also von der Wissenschaft her musst du unbedingt das sein. Ja. Mehr als einmal vielleicht, ja. Ja. Naja, ich meine, wenn es die große Stromkraft in die Nähe schütte wie. Ja. Dann was interessant wäre, es kriegt auch was Johannes seine hat. Ich frage ihn, was fällt dir auf? Ja. Wenn es mich nicht gebrauchen. Ja. Ich bin hier beim 3 Jahren, das ist nicht gedrückt. Ja. Das ist alles fein am Platz. En dat weer 5,5 meter waar ik vallen deed. Dan vroeg ze hij, doe dat je in mijn lijn? Ja. Dan valt ze eraf. Oké, zeg ik, dan zie ik even je draait. Nou, die komt gans gelijk eraf. Gans gelijk. Die lag een half meter, bij een half meter vlecht weer lag ik benzinepool en benzine mijn lader. En ik stond vast in zijn lijn. Ja. En ik zie ik helemaal even je draait. Mijn been weer... En je ziet een lijn. Ze werkelijkheid, wanneer je een lijn schraapt, dan moet je die eeuwen gedraaid zijn. Ja, ja. En ik deed niet. Ik kwam gans gelijk op mijn rug erop. Also, het was een blad die huilen deed en die langzaam... Dat is de engel Gottes geweest. Dat is niet anders. Gans klaar. Also, je hebt een gans groot het wonder erleefd. Kunst du was tun, als hij dann im Krankenhaus war? Wirst du einen Schock, Brittany, oder betest du? Was tust du? Ja, und ich weiß, während ich anfiel, ich sagte, warum lebe ich noch? Und warum lebe ich noch? Und ich sagte, ich bin so dankbar, wenn ich glaube, ich wurde heute nicht ohne am Korn, mit drei Menschen vorher hier. Ja. Und wir haben so ein Gebet. Ich glaube, ich kann für sich und ich für mich meist nicht eine Minute vergehen ohne.
wat we gebeten hebben. Mm-hmm. En ik zie dan ook, ik luid twee nacht niet, dan zie ik dat hij bij een bier was. Ja. Want hij daar, het is 12 jaar wie hij in kraan is. En we hadden door veel, veel gebeten, veel geleest. We hadden ook bezoek gekregen dat Jan, die wat we dan durven, hij durft niet die bezoek gaan, we ja. Openen wonden. Also had hij veel openen wonden, of meer? Ja. 25% van zijn charba wordt dan op verbrand weer. 25%? Ja. Dat is zeer veel. Ja. Du, in wanneer kun je dat pakken dat God een wonder je doen had? Also eerst am Anfang, waarom is dat passiert, oder de schok, ja. Oder weet echt. Aber wanneer drei dat armen sitzt, du, nee, aber hier is een wonder passiert. Eigentlich is mal als ik am dort sag, das aus den ersten Moment, dass ich am sag, tschüss, oder du wurde passiert, ja. Du konntest keine Verbrennung sein, ja. Wenn das wir alles eher sehen haben, eher sehen dabei zu. Ja. Aber ich frage bis kurz, als die was passiert, viel wird, und dann sehe ich, bis ich sehe, okay. Also an der Zeit, die wir nicht no. Zu sein? Ganz kleine ja, Leiche, aber das sage ich mal nachher, ja. Ja. Und dann, als er dann am Untersuchungssaal haben Dritt gebracht, als er in sein Zimmer war, da war es mir deutlich. Dann erklärt er mir gleich, was passiert ist, und dat zoveel wilden mensen normaal niet. Ik wist dat. Ja. Ik wist ja, dat direct. Also, je had van de 23.000 afgekregen. Dat weet ik nu niet. Nee. Ik weet niet hoe de lijn aan je gaan is, of ja. De tweede lijn aan je gaan is. Ja. Weer 13.200, ja. Weer 23. Maar de jeent van de hand, wenn man zei dat is hier in die ganzen charpa daars, ja. Ja. Also, dat had eigenlijk moest alles verbrennen. Ja. En ja. Hij had ik bed. Ein Bett hängt halt dem Kabel, ja. Das nicht zu sein. Wir da noch nicht. Wir da noch nicht. Und dann hängen wir nicht verbrennt. Nein. Ja. Du Gott hast was mit deinem Leben für, das hätte ich auch nicht. Dann haben mich viele gesagt, da wir meine Frau auch. Meine sagen wir nicht, was wird mit meiner Frau gewesen, was wird mit meinen Kindern gewesen. Meine Frau, woran lebe ich noch? Ja. Und du hast gesagt, mit der Schaufe. Säuer. Ah ja. Dann kam Felix Wieb, Gemeindeleiter Lolita. Ja. Das ist auch einmal mein Lehrer gewesen. Mhm. Die kamen uns besiegen und die lassen mich in Fahrt fahren. Ja. In den Zahlen. Und dort pickert mich auch. Lass die mal nach dem Leben. Und dann direkt auch frisch. Und das sieht mich eigentlich nicht. So, ich blätter meiner Meinung nach, sieht wieder. Ja. En toen vond ik mijn Erklärung, woran ik nog leef. En wat mijn Körper passiert is, dat is niet wichtig. Wat Gott gedaan heeft, dat is mij wichtig. Aha. Als ik in 12 Jahren in den Krankenhuis rüht, zegt mijn Schwester nog niemals, als wir van Ström, nicht van Vier, nicht van wat immer heute, niemals, als wir so schön rüht gegangen. Von Verbrennungen. Von Verbrennungen. Ja. En. Dat ging boos. Ik twaalf jaar weer zo lang. Maar de Schwester en dokter zeiden dat we zo boos waren, wat hij had kon. Nou ja, zeker wel verbrennungen, die heilen je zeer langzaam. Ja. Ja. En vooral van, ik weet dat niet, ik zie niet een dokter, maar ik sta niet zo ver, want dat is een stroom van ben in de buiten. Dat moet je met de diepen van die weer zijn. Ja. Also niet plus aan de huid. Nou, dat weer zemlich. Dat moet je wel doen. Ja. Aber Gott weiß, dass ich viel verdrehe. Das geht nicht anders. Mm. Wenn es der fällt mir hier an, wo die Verbrennungen sind, yeah. Und drehe mich im Auto nicht. Und das ist keine Angewarte, dass ich die Weide habe. Huh. Ja, so sage ich immer, ich habe keinen Fall. Na, wenn du mal was verarbeitest, oder? Ja. Ja. Ja, wie eins als Gott lachen, aber woran sehen, wenn ich lache, willst du lebst. Ja. Jung, du lebst. Und ich meine, das ist ja auch für deine Familie und so, was gerade. Mhm. Und auf Spanisch sagt man, man stirbt nicht einen Tag vor dem Sterben. Ja. Also man stirbt, Gott sagt den Teacher, ja. Und er hat gesagt, du sollst leben. Ja. Du sollst leben, du hast noch nicht gesagt, was die Bibel dir gesagt hat. Wo die den Sinn gauf, ja. Mhm. Wir müssen über eine korte Pause machen, aber ich glaube, das dreht uns allem sehr an. Die Stunde vorgehen in vor. Manchmal wollen wir das an, in diesem Fall
wird ganz klar, manchmal wollen wir das nicht mal lernen. Aber Gott ist jeden Tag bei uns und er schickt seinen Engel. Und er lagert um die seinen Namen fest. Ja? Und dann noch den Frieden, den du hast, am Angesicht vom Tod. Darüber wollen wir noch mehr hören. Korte Pause, Fußzahn zu Badua. Hier maken we weer met Tim Terenmate bij TV Tjekinja, vandaag met Brittany en Jason. Jason is een gonend wonder, wat God je doen heeft hij dat leven gegeven. En Jason, du zegt eerst, du had de vraag gehad, waarom leef je? Dat werd die schoen geweest, nu dem. Ja. Wenn du die weet dat klaar, God had een wonder gedaan, hij had die niet metgenomen. Ja. En dan zit je op de Bibel, had die ergens een antwoord gegeven. Wat voor een antwoord gaf de Bibel die? Komt her, höre zu alle, die Gott fürchten. Ja. Dat is waarom ik hier zie. Ja. Ik wil erzählen, was er an mir getan hat. Mm. Zu ihm rief ich mit meinem Munde, als ik op ihr lag. Ja. Und pries ihn mit meiner Zunge, ja. Als ik op ihr lag. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Ah. So, das, was mir das sieht, wie er dem Fried zwischen mir und Gott heute hat. Sonst würde der Herr mich nicht hier tun, wo ich bete. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Wertig. Gott soll dir Luft sein. Er hat dein Gebet erhört. Ja. Ja. Und willst du sein Kind bist, ja? Willst du mit ihm eine Beziehung hast? Wo wichtig ist das, mit Gott in Frieden zu sein? Das kann in einer Sekunde, an einem Arbeitstag, du hast nur so eine ansichtbare Wand zwischen hier und einer anderen Seite vom Tod. Ja. Also, du hast an dem Tag alles, wie Raffens kommt uns ja, korrekt. Ja? Aber du wirst rein. Ja, ich will rein. Ganz rein. Aber Gott will noch, dass du in der Zeit bleiben lässt. Ich kann nicht. Du kannst nicht vertellen, was er getan hat. Ja. Das ist meine Emma, ist nicht verkehrt, wenn ich starbe. Ja. Und der wird so rein im Sterben. Und er kann nicht verstehen, warum kann ich nicht gehen. Ja. Und ich kann nicht reinkriegen mit dem Erfolg, wo ich vorher nicht kann. Ja. Ich meine, alle Menschen feilen das manchmal, ja? Ja. Aber bei jungen Menschen ist das nicht. Eigentlich nicht groß so willst. Der junge Mensch denkt an alles, was er noch will erreichen, ja. Was er noch schaffen will, in Familie und so weiter. Aber die Kinder, können die das alle verstehen oder wäre es so, dass die irgendwie. Ja. Wo haben die dann reagiert? Wahrlichkeit, sehr positiv, würde ich mal sagen. Ich habe mir immer gesagt, ich will Zeit haben für meine Kinder. Ich will mit meinen Kindern spielen. Die sollen nachher auch von ihren paar Vertrauen haben, was die alles können und dat. Ja. Mit uns. Ja. Nicht negativ. Und ich denke, wie ich bitte. Ich denke, arbeite, wie nervös, wenn ich nach Hause komme. Ich bin müde, ich will schlafen wollen. Und die Kinder sollen mich dann endlich tachlöten. Sind ihr mal nervös nach Hause gekommen von der Arbeit? Wann ja wie das letzte Mal, dass du die Zeit mit den Kindern spielen? Und ein Tag, als er ein Hund, dann habe ich mit den Kindern gebeten. Dann ging dann noch rüber, hat er gute Nacht gesagt zu meinen Kindern. Dann habe ich noch so, dass ich der Bitte wie meine älteste Tochter, ganz mäßig zu meinen Frau. Mich freut hat, dass Daddy am Strom hängen geblieben ist. Was? Dann sag ich so zu ihr, na, aber wieso, was ist? Ja. Na, nun ist Daddy nicht mal da. Und du spielst dir warum mit uns. Okay. So, er hat ihr dann niemals gesagt, dass ich mit ihr spielen will und mit ihr will Zeit haben. So, das hat sonst wer, der ich ihr gesagt. Und mir denke ich, halt, du wolltest dir da heute was. Also, Gott verändert auch dein Leben, der steht. Ganz. Ja, also nicht bloß
körperlichen Wunder, auch geistlich, erlebst du eine Veränderung. Mhm. Und hast du das auch erlebt, dass eins oder andere anders ist geworden? Oh, ja. Brittany? Yes, ich würde sagen, viel deuper. Ich weiß nicht, viel deuper als ich auch damals sie warst. Mhm. So ich ein Arm. Wenn ich das geistliche Ernst nehme, habe ich auch, aber nu eben noch ein Stück deuper. Ja. Und wie wollte das, bis eben das Gott wird fair mit uns? Mit der Arm, habe ich uns das gewesen, ja. Und ich glaube, das ist wichtig. Viele Kinder haben von Fern sein und wenn die am nu Kinder lernen oder frisch sein würde, das ist das Tag und Dienstag verschieden. Mm. Ich kann ja von vorher und auch von nur der Beziehung auf sich gleich mit 17. 18 betiert. Mm-hmm. Also das ist total anders. Und von du ich soll ihn so ergrittet Wasser in uns Bett in Hamburg. Ja, also das ist wichtig, was du nicht sagst. Eigentlich betieren, aber dann macht man auch noch Wasser. Ja, mm-hmm. Genau. Ja. Und hier wie ein Steib, also du wirst all fertig diesem Stromschlag, wirst du all Jahre betiert. Ja. Aber hier kommst du nochmal ein Fährwasch. Ja. In was weißt du für die Zukunft? Wo schätzt du an? Wirklich intensiver an jemanden mehr arbeiten. Und wenn ich an jemanden am Alltag immer habe, wo ich kann und wo ich glaube oder wo Gott sagt, nicht steht, dann am verherrlichen. Zeugnis hier. Zeugnis hier, wo ich kann. Wenn ein Mensch mich fragt, du irgendwo hier ich von dir, dann nehme ich mir Zeit, kriege den Vertrag, ich dann habe, und vertraue mir das Ganze. Und am leisten mit der Bibel habe, meinte du ha, mhm. Dann dem war ich ganz klar mit dir. Du hast den Bibelvers, der sagt, du wirst nicht sterben, du wirst leben und Gottes Wunder vertrauen. Ja. Und das ist, was du nu in deinem Hut hast, ja. Bitte deine Arbeit, ja? Das noch mal am Strom füllen oder hast du das dann doch gelutet? Für Strom habe ich nicht Schiss. Nee? Ich sehe eine Einjahre verstorben, hat man Schiss, nicht für Strom. Ja. Aber in dem Moment hast du doch nicht Angst verstorben? Nein. No. Gott dort hat dir die Angst wahrgenommen? Ja, dort wie eine Frau auch immer. Wer war das dann, wenn ich dran sehe zum Sterben? Ja. War ich reut sein? War ich Schiss haben? Ja. Und das will ich. Dort, wenn ich nicht sein soll, sterbe ich jetzt, ich sei auf Hand. Sei auf Hand. Wann einer reut ist. Okay, eigentlich soll wie diese Frage alle beantwortet können. Sie hat recht, wenn mich von da der Strom trifft. Ich kann nicht mal so sein, nicht alle schaffen mit Strom, aber das kann. Das Hort kann, wenn es irgendwas Wortstunde bleiben. Ja, das kann eine Krankheit sein, das kann ein Anleit sein, was immer. Gott entscheidet über uns Leben. Aber bereit sein, sagt die Bibel, wie Seele daran denken, dass wir sterben müssen, damit wir Weisheit kriegen. Und uns Leben ist nur eine kurze Zeit hier. Was ist wichtig? Jesus ist ein Jahr, ein von den Dingen sind wichtig, seine Kinder, seine Familie, seine Frau. Was anderes ist für Gott Zeugnis geben. Das ist am nu wichtig geworden, weil es dicht beim Tod gewesen ist. Dann hast du seine nicht bloß Geld für deines wichtig, das braucht seine Familie heute im Leben. Aber da sind auch noch andere Sachen, die wichtig sind. Das ist nicht nur für arm. Das ist ein Zeugnis, was für mich ist, was für dich ist. Lieber Tautschitscher, wie macht ihr darüber nur denken? Was ist wichtig, dass wir noch tun in unserem Leben? Wenn wir mit Jesus leben, dann dürfen wir auch wissen, dass er uns bewahrt, dass wir dann sterben werden, wenn er das sagt. Aber so Jesus sieht, dann nimmt er uns mit. Ein Anbruch, wie ich Angst habe für das, was wir als Menschen ähnlich alle Angst haben. Aber ein Jesus brauchen wir nicht Angst haben dafür. Weil wir uns recht machen. Herr Jesus, wir beten dich, dass du in unserem Hort wohnst. Dass du im Hort von Jason wohnst, in Brittany. Wir beten dich, Herr, dass du uns jeden Tag reden magst, dass du uns helfst, dass wir uns reden magst, dass wir uns mit dir treffen. Dass wenn du uns holst, dass wir dann in die gehen.
Herr, ich bitte auch, dass du uns hilfst, zu sein, was wichtig ist in diesem Leben. Wir haben vorhin die meiste Zeit verbrannt und Dinge, die in Wirklichkeit nicht das Wichtigste sind. Verzeih uns das, Herr. Verzeih uns all unsere Sünden, wasch uns rein mit deinem Blut und fäll uns mit deinem goldenen Heiligen Geist. Dort beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Brittany, Jason, danke schön, dass ihr hier wärt. Gott ist sein, jünt allen Gott ist sein, so Gott will in Einigkeit sein, wir hier bei RSC mit Tim Terre in Mathe.